Nun gut. Klingeln. Das wird lustig. Klingelstreiche spielen, bestimmt. Was ist denn? Das sollte ein Klingelstreich werden. Oh, lustig. Und wie geht's jetzt weiter? Tja, eigentlich war das schon alles. Toll, das hast du sehr gut gemacht. Damit hat sich's doch bestimmt irgendwas auf sich. Nur dürfte ich jetzt wahrscheinlich nicht Baby Goal nehmen dafür, sondern Krawall Goal. Let's check this out. Blühling. Oh, na endlich. Du könntest das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn du mein Bewusstsein umschaltest. Ich versuche dran zu denken. Nein, nicht wirklich. So, und jetzt machen wir nochmal einen Klingelstreich. Das wird lustig. Ja? Hallo? Sehr witzig. Oh Mann. Das sollte ich unbedingt gleich nochmal machen. Na, unbedingt. Seerobbe, guten. Was denn, Rufus? Was tut das? Rufus! Verdammter Idiot. Beim nächsten Mal schmeiß ich ihn über Bord. Das wird ja immer lustiger. Sagst du jetzt noch? Bis sie dich verprügelt, Mann. Was? Oh. Warum klemmst du nicht einfach die Klingel ab? Weil ich vorhabe, einem gewissen Kindskopf ganz was anderes abzuklemmen. Auch keine schlechte Idee. Jo, auch keine schlechte Idee. So, jetzt können wir hier einen Wachsabdruck machen, hoffe ich doch. Ja, das ist das perfekte Motiv für einen Wachsabdruck. Oder eine überlebensgroße Statue am Hafeneingang. Haben wir den jetzt? Abdruck. Okay, und den setzen wir jetzt in den Helm. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Zeit für mein Stunt-Double, Ray Coulson. Ja, du Ray Coulson. Bozo, lass mich nochmal runter. Hey, Rufus, was liegt an? Hilfst du mir dabei, die Puppe runterzulassen? Na klar. Glaubst du, sie schlucken den Köder? Ja, ein Versuch ist es wert. Die Viecher scheinen dich wirklich zu hassen. Ja, komisch. Aber wieso denn bloß? Ja. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du ihre Kinder zu Thunfisch verarbeitet hast. Stimmt doch gar nicht. Ach ja, du hast ihnen lediglich geholfen, in die Kantine zu hüpfen. Und plötzlich standen da ein paar Thunfischbüchsen rum. Oder wie? Vielleicht musste Janoschs Mama Platz im Regal schaffen. Für das Aquarium. Für das Aquarium. Genau. Also, ich würde doch niemals... Ja. Von der Puppe ist bestimmt nichts mehr übrig. Bam. Egal, was du gemacht hast. Sie sind wirklich sauer. Okay, habe ich den Kram jetzt behalten? Nee, ist weg. Okay, aber dann können wir jetzt in Ruhe tauchen vielleicht. Na gut. Auf dein eigenes Risiko. Mioink. So, und jetzt... Knopf. Blub. Natürlich. Okay, dann die Luke. Jetzt können wir rein. Okay. Na? Ne, ne Qualle. Okay. Yes. Torpedodelfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, wird, wo all das noch hinführt. Reichend geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengturm mitgeschleppt, machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, na dann macht er kurz. Stimmt gern und bezahlt Wochenendarbeit. Außer Wochenendarbeit. Was?
Rufus, wo warst du nur? Ich musste für eine Weile untertauchen. Da hast du dir einen famosen Zeitpunkt ausgesucht. Während du auf Schnorcheltour warst, wurden wir von Donna Goal überrumpelt und verschleppt. Man kann euch keinen Augenblick alleine lassen. Sie hat Goal mitgenommen. Außerdem die Fernbedienungen und die Datasetten. Quatsch, die habe ich doch bei mir. Da ist sie. Verdammt, ich muss ein Loch im Mantel haben. Andauernd verliere ich was. Diesmal hast du mehr verloren als sonst. Peters war hier. Er hat die beiden Golds mitgenommen. Sie wollen mit Argus Kreuzer nach Porta Fisco reisen. Argus ist auch hier? Zumindest hat sein Kreuzer längsseits dieses Sprengturms dort festgemacht. Potzdonner, der Sprengturm. Der Angriff der Rebellen hat schon angefangen. Purer Selbstmord. Du hast recht. Ohne mich sind die vollkommen aufgeschmissen. Oh je, Rufus. Du weißt wirklich nicht, wann du aufgeben musst. Klar weiß ich das. Und der erste Buchstabe ist ein D, richtig? Who knows? Okay, cool. Husser Wochenendarbeit. Ein Weg in den Turm finden, Lady Gold zur Vernunft bringen, mit Gold nach Elysium. Das ist ein 3-Schritte-Plan, der gefällt mir. Ohne mich werden sie alle draufgehen. Das würde ihnen zwar recht geschehen, aber wer soll dann meine grandiosen Führungsqualitäten würdigen? Ja. Als erfahrener Teamplayer kann ich Folgendes sagen. Für manche Spieler ist sogar die Ersatzbank zu schade. Wie ist die Lage, Doc? Nach wie vor ausweglos. Astrein. Dann geht mir wenigstens keiner durch die Lappen. Kannst du erkennen, was da drüben vor sich geht? Ich glaube... Die Rebellen haben angefangen, den Turm zu stürmen. Ah ja, ich sehe schon. Auch. Der Turm wackelt schon bedenklich. Und ich sehe einen Schwarm abgerichteter Glühwürmchen. Rufus, willst du dich nicht einen Augenblick setzen? Du bist schon recht lange auf den Beinen. Keine Sorge, Doc. Mir geht's Dann ist ja gut. Was sind das für komische Kabinen dort drüben? Sieht aus wie Organon-Technologie. Wahrscheinlich ausgemusterte Warentransporter aus dem Sprengturm. Warentransporter aus dem Sprengturm? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls werden deine Gene mit dem Ungeziefer vermischt, das sich da eingenistet hat. Cool. Okay. Hör mir doch zu. Nur dieses eine Mal. Sie zu benutzen, wäre das Allerdümmste, was du tun könntest. Genau. Niemand würde damit rechnen. Nein. Es sei denn, sie kennen dich. Genau. Kennst du dich mit diesen Ort-zu-Ort-Transportern aus? Du spielst doch hoffentlich nicht mit dem Gedanken, sie zu benutzen. Wieso? Das wäre der reinste Wahnsinn. Ein kleiner Fehler und du endest als Molekülwolke. Bestenfalls du wiederholst dich, Doc. Mit dem Ungeziefer vermischt, dass ich da eingenistet. Also muss ich damit das nicht, genau das ich machen. Rückgängig machen ließe. Wer erzählt denn sowas? So eine genetische Verschmelzung ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Wenn zwei Spezies erst einmal ihre Gene gekreuzt haben, dann... Okay, wo zur Hölle ist Bozo? Wo ist Bozo? Unten im Cockpit. Er versucht, den Generator wieder anzuwerfen. Aber die Stromkollektoren sind entleert. Wir werden wohl noch ein paar Stunden hier festsitzen. Das ist zu lang. Du könntest ihm helfen, indem du die Lampe hältst. Für mich ist es da unten zu eng. Ich weiß nicht. Rufus. Rufus. Heroisch hielt er die Lampe. Nee. Ach, das wird nix. Ich finde schon einen anderen Weg. Na gut. Ich probier mal was. Ich würde ja sagen, tu nichts Unüberlegtes. Aber da du mir jetzt schon gar nicht mehr zuhörst, sage ich einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich abgrundtief. Danke, Doc. Ja, danke, Doc. Ja, genau. Hört kein Meter zu. Transporter, Fliege, kann ich mit dir reden, okay? So, aus da mit dir. Warum habe ich nur meinen Dompteurzylinder nicht eingepackt? Das dumme Vieh besetzt den Ort-zu-Ort-Transporter. Aber da ich die Fachliteratur studiert habe, fürchte ich mich nicht vor genetischer Verschmelzung. Ein Hoch auf Captain Kakerlake. Ah ja. Ein ausgemusterter Ort-zu-Ort-Transporter. So einen habe ich auch mal gebaut. Nur, dass die rotierenden Rasierklingen fehlen. Kriegen die denn so die Moleküle auseinander? Klar. Okay, oh, okay, einfach mal benutzt. Ja, jetzt bin ich eine Fliege.
Okay. What the hell? Oh, genetische Verschmelzung ist irreversibel. Da lachen ja die Hühner. Okay. What? Kann ich mich bewegen? Nein. Na toll, okay, dieses komische Schnabeltier-Thingy bringt's also nicht. Warte mal, wenn ich jetzt durch diesen Transporter gehe, da ist nichts mehr drin. Müsste ich mich ja frei bewegen können, richtig? Yes. Ah, die anderen sind auch zu, im Übrigen. Ah, die Fliege kann da durchfliegen, na super. Okay, ich könnte jetzt hoch, da ist Janosch, komm, reden wir mal mit Janosch. Na, wie sieht's aus an der Front? Uwusch, endlich. Schnapp dir eine Waffe und hilf uns. Wir sind gnadenlos in der Unterschal. Ach nee, wenn ich mich einmische, würde ich nur eure Unfähigkeit bloßstellen. Aber... Ihr schafft das schon. Und ich sage das nicht, weil tatsächlich Hoffnung besteht, sondern um euch zu motivieren. Das nennt man Leadership. Ah ja. Also da geht's hoch, da muss ich hin. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Okay, mit denen kann ich nicht reden. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers haben diese Trottel keine Chance. Selber schuld. Hier kann ich jetzt hoch. Okay, das würde bedeuten. Ohne die Fürsorge ihres weisen Anführers. Jo, alles klar, mit ihr kann ich nicht reden. Wo schießen die eigentlich hin, die Honks da hinten? So, wenn ich jetzt da durchgehe, haben wir da den Frosch. Frösche sind voll dämlich. Das heißt, ich bin jetzt als Frosch hier, richtig? Jawohl. Aber ich komme hier nicht raus. Warum nicht? Was geht mit dem Schnabeltier, verdammt? Wie öffne ich die Dinger denn? Kann ich den... Den kann ich benutzen, oder was? Ja, alles klar. So, da kann ich jetzt vielleicht durchgehen, mit Glück. Ah ja. Hä? Wo ist der Frosch hin? Jetzt bin ich wieder normal, Rufus. Und der Frosch... Irgendwie müsste ich den Frosch... Aber der Frosch ist hier. Ich müsste die Fliege nehmen und da unten reinpacken. Damit ich mit dem Frosch die Fliege essen kann oder so. Genau, wenn ich jetzt nochmal durchgehe... Aber der kommt ja nicht raus, ne? Der kommt ja oben nicht raus, oder doch? I don't know. Ne, der kommt hier nicht raus. Er ist ja wohl voll für den Sack. Ribbit! Ja, ich kann nichts machen, außer den Teleporter zu benutzen. Ja, Ribbit. Vielleicht hätte ich auch einfach mal auf der Organon gucken sollen. So, ich könnte aber mit der Fliege in das andere Thingy da rein. Dazu müsste ich aber... Oh Gott, what? Ist so. Gucken wir mal, hier können wir durchfliegen. Jetzt bin ich ein Schnabeltier, oder? Nee. Okay, das Schnabeltier ist jetzt woanders. Aber die Fliege müsste trotzdem da weg. How? Moment, das Schnabeltier sitzt jetzt da drin, oder? I don't know. Müsste? No? Der Organon ist in der Überzahl. Ja. Solange diese Trottel Kanonenfutter spielen, habe ich vielleicht eine Chance, mich vorbeizuschleichen. Du weißt schon, dass wir jedes Wort hören können, oder? Nicht reden, Soldat. Kämpfen.